wenn man sich die Ziele, die alle haben, wer mich kennt, weiß, dass ich in der Finanzpolitik zu Hause bin. Viele sprechen hier über gesunde oder ausgewogene. Wie stellen Sie sich denn in den 7 Jahren Ihrer möglichen Amtszeit am Ende, wo steht denn der städtische Haushalt, der eine bezeichnet als gesund, der eine als entschuldet? Was ist Ihre Perspektive? Was haben Sie vor? Wie wollen Sie die Wahlversprechen, die Sie zur finanziellen Lage der Stadt hier machen, auch umsetzen? Also die Frage, um es versuchen zusammenzufassen, wie sieht die finanzielle Entwicklung in Ihrer möglichen Amtsperiode in den nächsten 7 Jahren sehen wollen? Ich glaube, die Kandidaten haben die Bewerber haben die Frage auch gut gehört und gut verstanden. Also wie sehen Sie die finanzielle Entwicklung und die finanziellen Schwierigkeiten der Stadt in den nächsten Jahren? Um mal auf die Richtung zu verändern, ich würde dann auf der linken Seite, sprich hier bei mir im vorderen Teil, bevor Frau Risto anfangen, weil dann haben die anderen Zeit, noch mal kurz vor nachzudenken. Und Sie als Finanzerin, dann ist die schwierige Aufgabe, als Erste einzufangen. Das ist tatsächlich schwierig. Ja. Also unser Haushalt ist im Moment nicht gesund. Das wissen alle, die im Haushalts- und Finanzausschuss sind. Wir haben ein Defizit von etwa 2,5 Millionen gegenwärtig im Ergebnishaushalt. Investiv haben wir etwa 10 Millionen, die teilweise durch Kredite finanziert werden. Diese Kredite tun nicht weh, das muss man eindeutig sagen. Insofern tun sie nicht weh, einschränkend, wenn man sie bedienen kann, wenn damit Investitionen getätigt werden, die von Nutzungsweiten für die Stadt sich genauso wie die Kredite verhalten, also eine Straße, ein Straßenneubau und eine Kreditierung über 30 Jahre ist immer in Ordnung, dann ist der Kredit abgezahlt. Und die Straße ist zum Schluss noch da. Sollte man auf die Idee kommen, 3-jährige Computer damit zu finanzieren, hätte man dann völlig ein Problem. Aber grundsätzlich in der gegenwärtigen Lage auf dem Finanzmarkt kann man sagen, solange man mit dem Ergebnishaushalt die Tilgung finanzieren kann, dann darf man auch über Investitionen nachdenken, die für die Stadt einerseits notwendig sind, aber die dann eben aus dem Ergebnishaushalt auch finanziert werden können. Vielleicht für alle Ergebnishaushalte sowas wie eine Gewinn- und Verlustrechnung. Die Einnahmen oder Erträge sollten höher sein, idealerweise als die Aufwendungen. Das schaffen wir gegenwärtig nicht. Was erwarte ich als Erstes und was würde ich auf jeden Fall tun? Ich bin bereits jetzt in der Arbeitsgruppe Kommunalfinanzen im Salzlandkreis tätig. Die gesamte kommunale Familie im Salzlandkreis und ein sehr, sehr großer Teil der Familie im Land Sachsen-Anhalt sagt, wir müssen dem Land aufzeigen, die Aufgaben, die wir lösen sollen, müssen auch gegenfinanziert werden. Konnexität bedeutet, wir haben Stellen bezahlt. Da würde ich mich absolut einbringen, um das Land immer wieder an diese Aufgabe zu erinnern. Auf der anderen Seite ist es so, dass man natürlich auch seine eigenen Hausaufgaben machen muss. Und wenn man durch Investitionen Betriebskosten nachhinein spart, indem man Objekte also besser energetisch zum Beispiel ertüchtigt, dann hat man zum Schluss auch was für den Ergebnishaushalt, also für die Gewinn- und Verlustrechnung erwartet. Das heißt, dass ich von den Investitionen, die wir tätigen, im Umkehrschluss erwarte, dass sie den Haushalt entlasten oder zumindest nicht unbedingt mehr belasten. Der Haushalt in 2027, 29, im März, alles gut. Der Haushalt wird aus meiner Sicht in allen Jahren so sein, dass wir einen zumindest unbeanstandeten Haushalt bekommen vom Landkreis, dass wir immer noch in der Lage sind, das Tischtuch, was insgesamt ein bisschen zu kurz ist, auf alle Ausgabenbereiche der Stadt zu verteilen. Auf die Pflichtigen müssen wir sie verteilen und auf die Freiwilligen so, dass wir ein großes Bild an Kultur, Sport, Soziales, Freizeit noch leisten können. Aber der Hauptschwerpunkt wird natürlich auch sein, zu gucken, dass man einerseits sich vielleicht personaltechnisch ein Stückchen konsolidiert, dass man sich im Umfang der Objekte, die Stadt für sich selbst bewirtschaftet, konsolidiert und dass man mit dem Stadtrat immer wieder darum ringt, dass wenn etwas Neues übernommen werden soll, eine neue Aufgabe erfüllt werden soll, man dann auf der anderen Seite natürlich auch die Finanzen bereitstellen muss. Wir werden sicherlich 2027 nicht schuldenfrei sein, das können wir gar nicht schon in der bestehenden Verträge. Der Kassenkredit von jetzt 13,6 Millionen sollte aber unbedingt kleiner sein. Jetzt hast du vermutet, das ist eine taktische Frage. Die einzigen, die da zur Auskunft gehen können, ist tatsächlich Frau Risto und Herr Kuschka.
weil die das Hintergrundwissen, das Fachwissen haben. Ich muss Ihnen sagen, dass in 7 Jahren, das weiß ich nicht. Das wird jetzt keiner sagen. Das ist zunächst noch gerade auch ein Versprechen angegeben, was finanziell sagen wird. Das kann schlichtweg keiner tun. Wir wissen nicht, wie der Finanzmarkt sich entwickelt. Wir müssen gucken, dass der Haushalt konsolidiert ist. Das Ziel ist tatsächlich, einen Haushalt zu bekommen, der solide ist, der uns dazu befähigt, weiter zu investieren. Alles andere ist tatsächlich operatives Geschäft aus meiner Sicht. Ja, also ich schließe mich der Herr Mehnes an. Ich habe mir am Freitag, Herr Hohl war so nett und hatte mir den Haushaltsplan mal ausgedruckt. Das ist so in Ordnung. Ich hatte am Wochenende, weil ich selber arbeiten war, nicht wirklich Zeit, mir das mal im Detail anzugucken. Ich habe mir da erstmal nur so ein paar Sachen dran gemagert, sodass ich heute maximal die Auskunft hätte geben können, dass der Haushalt momentan nicht so gut aussieht. Woran es liegt, das kann ich leider im Moment nicht beantworten. Da müsste ich mich erstmal weiter durchfuchsen. Das bin nur sicherlich Frau Dr. Risto und Herr Kuschka, wo diese Schulden im Moment herkommen. Und ja, also es müssen Investitionen trotz allem getätigt werden, die für die Bernburger Bürger letztendlich wichtig sind. Und dann muss man halt gucken, wo kann man die, ich sag's mal auf gut Deutsch, die Pobacken zusammenkneifen und wo kann man was einsparen. Das ist halt jemand aus der freien Wirtschaft, agiert da sicherlich auch anders als eine Stadtverwaltung. Wir können als freies Wirtschaftsunternehmen nichts ausgeben, was wir nicht haben. Ja, maximal Kredit finanzieren, ansonsten funktioniert das nicht. So, ich denke, Thomas, du hast vielleicht da ein bisschen mehr Input als meine Wenigkeit. Ich gebe es nur weiter. Danke. So, vielen Dank erstmal für das Vertrauen und die Kompetenz, die ich im Haushalt habe. Aber trotzdem war ich auch 10 Jahre ehrenamtlich Vorsitzender des Haushaltsausschusses der Stadt Bernburg. Und ja, ich sag mal, wir haben uns öfters mit dem Haushalt beschäftigt. Und ja, 2029 vorauszuschauen, wie der Haushalt dort aussieht, das ist momentan sicher eine Glaskugel gucken. Aber trotzdem muss es uns bis 2029 gelingen, mit all den Parteirechten, die da eine Rolle spielen für den Haushalt. Das ist ja nicht nur die Stadt selbst, ist ja auch vor allem auch das Land, die uns mit Schlüsselzuweisungen so ausstatten müssen, dass wir unsere Pflichtausgaben auch so erfüllen können. Frau Dr. Risto wird es auch bestätigen, jeder, der in der kommunalen Politik tätig ist, weiß, dass die Kommunen viele Aufgaben gut vorangekommen, aber mit der finanziellen Ausstattung von oben sieht es meistens nicht eins zu eins so aus. Und trotzdem müssen wir als Bernburger sagen, wir haben Gewerbesteuereinnahmen, die uns in die Lage versetzen müssen, auch 2029, dass wir hier gemeinsam für unsere Stadt etwas gestalten können. Und diesen Spielraum, den müssen wir mit der Politik in Land und Bund so gestalten, dass wir hier in Bernburg weiter so aktiv investieren können, so wie das schon gesagt worden ist, dass wir die freiwilligen Aufgaben auch noch bedienen können. Denn das hier kann ja nicht sein, so wie es in den letzten Jahren immer wieder war, wenn die Haushalte nicht da waren, wo hat man zuerst gekostet, so bei den freiwilligen Aufgaben. Und ich sage ganz ehrlich, da kann man eigentlich nicht kürzen, denn alle, die ehrenamtlich tätig sind, für die ist es immer ein Schlag ins Gesicht. Und wir müssen trotzdem in Bamberg immer noch sagen, wir tun freiwillig was, was andere Kommunen nicht mehr können. Aber das noch zu nehmen, das darf nicht das Ziel sein bis 2029. Ganz im Gegenteil, da brauchen wir eigentlich wieder Gestaltungsspielraum, denn gemeinsam wollen wir ja doch was voranbringen. Und das nicht nur als einzelne Person, sondern in erster Linie mit dem Stadtrat und den Bürgern, dass wir hier auch noch weiter die Stadt so schön weiter gestalten können. Und inhaltlich zu Kapitza, was zu sagen, das denke ich ist vorausschauend, was wir heute nicht können. Aber die Basis der Politik muss stimmen, dass wir hier Spielraum bekommen, etwas zu machen, sonst verwalten wir bloß noch und haben keine Möglichkeit, etwas zu gestalten. Und das wünsche ich mir für 2029 nicht nur, sondern auch für die nächsten Jahre, denn wir wollen in den nächsten Jahren auch schon was machen. Vielen Dank. Ich würde ganz einfach mal fragen, jeder möchte ganz kurz, vielleicht 3 Sätze sagen, warum soll ich ihn eigentlich wählen? Denn ich habe jetzt von jedem die Vita gehört, da fällt man nur auf, dass sie alle ganz viel machen, rührig sind und so weiter. Okay. Einfach 3 Sätze, warum soll ich ihn wählen, unabhängig von der Parteizugehörigkeit? Das wäre sonst meine Schlussbitte gewesen, auch wenn Sie die Frage jetzt stellen. Sehr gut. Und in dem Fall, damit alle dann im Ausgleich die Rechtigkeit haben, fangen wir dann jetzt im mittleren Teil mal an. Herr Mehnes, wie heißt das noch? Schon ob der Dame den Vortritt lassen, wie ich möchte. Ah, ich habe schon die Welt, die hat zugespielt. Also, wie gesagt, warum sollen die Bürger der Stadt, gerade Sie, am 26. September wählen? Ja, also ich denke, es ist Zeit auch mal für eine Veränderung, gerade
aus einer anderen Perspektive gesehen, dass jemand wirklich eben aus der freien Wirtschaft kommt. Und ich habe mir so ein paar Sachen auf die Fahne geschrieben, die für mich unheimlich wichtig sind. Der eine oder andere liest sicherlich die MZ, da war ja heute auch der Artikel drin, da konnte sicherlich der eine oder andere auch schon was entnehmen. Also oberste Priorität ist halt wirklich, die Innenstadt wieder zu beleben. Ja, mehr Geschäfte, dass man wirklich, die Hochschule, die hat super Ideen und irgendwie kommen die auch nicht so vorwärts, dass das irgendwie gehört wird. Die haben da echt tolle Ideen, die man aufgreifen kann, wo man eben wirklich die Immobilienbesitzer mit ins Boot holen kann und sagen kann, Mensch, Gott, lass doch die jungen Leute, die sich selbstständig machen, mal ein halbes Jahr mietfrei, sich erstmal versuchen, ob sie Fuß fassen. Ja, wir kriegen immer mehr Touristen und ich habe die Touristen ja immer bei mir unten im Café, die sagen, die Stadt ist wunderschön, aber wo können wir denn unser Urlaubsgeld ausgeben? Ja, also das fehlt wirklich und irgendwie hört die Innenstadt momentan an der Post auf. Wenn ich mir die Wilhelmstraße angucke, das ist unheimlich traurig. Das nächste Riesenproblem ist dieser Ärztemangel. Als Bürgermeister hat man das nicht in der Hand, diesen Ärztemangel in irgendeiner Weise zu bekämpfen. Das liegt auf Landesebene, da müsste im Land jemand rührig werden. Man kann hier nur die Grundsteine dafür legen. Man kann versuchen, ein Pilotprojekt ins Leben zu rufen, wo man vielleicht Medizinstudenten finanziell über die Studienzeit puffern kann. Da kommen wir wieder zu einem Finanzhaushalt, wie man das dann finanziert. Das steht auf einem anderen Blatt Papier, da mache ich jetzt mal ein großes Fragezeichen dran. Vielleicht haben aber auch größere Wirtschaftsunternehmen Interesse dran, um ja auch Arbeitsplätze zu besetzen mit gutem Personal, die sich vielleicht damit dran beteiligen und da auch für Sponsoren würden für die Studenten, dass man die dann hinterher hier verpflichtet, für die nächsten 10 Jahre eine Hausarztpraxis oder eine Kinderarztpraxis zu eröffnen. Das sind so Sachen, für die würde ich mich einsetzen. Dafür brenne ich auch, weil das ist wichtig. Das fehlt in Hamburg wirklich momentan massiv. Danke. Mir war klar, dass hier die Frage kommt. Dann habe ich mir überlegt, wie soll ich die Frage antworten? Ich müsste mich ja selbst überhöhen. Das ist schlecht. Also ich denke, dass alle Kandidaten hier sitzen, die haben alle Fähigkeiten und die sind alle engagiert und die haben einen, die wollen das super. Ich kann Ihnen sagen, warum ich das werden möchte, warum ich Bürgermeister werden möchte, das habe ich mir gedacht, weil ich das Engagement habe, ich habe die Liebe zur Stadt. Ich kann Ihnen kurzfristige Ziele nennen. Das meiste können Sie heute alles nachlesen. Ich würde mich darauf verstanden, das ist für mich wichtig. Also, für mich ist erstmal wichtig, dass wir familienfreundliche Strukturgefährdung schaffen. Wenn wir uns das angucken, wir haben Bevölkerungsrückgang bis 2030, jetzt, wir haben so 2020, 33.000 Abonnenten. Bis 2030 sind es wohl 12% weniger, da sind es nur 29.000 Einwohner. Das heißt, wir haben eine Alterskohorte, die ist um die 55, das heißt, die wird die Mehrheit stellen. Wir müssen also gucken, dass wir uns um die kümmern. Parallel dazu müssen wir natürlich schauen, dass die Älteren nicht aus dem Auge verloren werden. Für die müssen wir was machen. Was jetzt schön ist, es ist ja ein Behindertenbeirat und ein Stadtseniorenrat ist gegründet worden. Das heißt, es ist endlich eine ergänzende Interessengemeinschaft, die letztendlich auch mit beraten kann, die Akteure entsprechend beraten kann. Ich denke, wir müssen auch schauen, dass wir Werbung familienfreundlich machen. Also ich habe so mit meinen Gesprächen mit Jugendlichen habe ich so erfahren, ich habe gefragt, Leute, was macht ihr eigentlich so am Wochenende? Wo fahrt ihr denn hin? Gibt es noch irgendwas über Disco? Gibt es eine Disco irgendwas? Es gibt nichts mehr in Bernhard. Ich meine, mir ist völlig klar, dass ich als Bürgermeister nicht eine Disco installiere. Aber ich muss versuchen, ein Netzwerk zu schaffen. Ich muss mich kümmern. Weil wenn die jungen Leute nicht mehr hier sind, dann stirbt Bernhard aus. Wir haben einen großen Vorteil. Wir haben die Hochschule. Jetzt stellt sich mal die Frage, warum bleiben denn die Studenten nicht hier? Ja, wahrscheinlich fehlt es ja an Attraktivität. Ich weiß nicht. Ich finde die Stadt total attraktiv. Aber ich bin ja letztendlich mit ihr verbunden. Ich wohne hier und ich lebe hier. Also, um mal zusammenzufassen, ich möchte, dass wir familienfreundlich die Stadt gestalten, dass wir junge Familien hier holen, dass wir es schaffen, Studenten hier zu behalten. Wenn wir Studenten hier behalten, haben wir wissenschaftliches Know-how, dann haben wir wirtschaftliches Know-how. Das heißt, wir haben auch kann auch wirtschaftlich wachsen. Das ist sehr wichtig. Wir müssen uns um die Kohorte der 55-Jährigen kümmern. Das ist irgendwann die in der Stadt. Das klingt jetzt also ein bisschen unangenehm. Entschuldigung, das ist ein Test. Das ist wie zu Hause, nebenbei hier kurz vor dem mich konzentrieren. Ich überbrücke das mal. Meine Mutter hat mich nur mit dem Staubsauger weg für morgens, wenn ich denn hier abends nach dem Bus gucke. Also, junge
junge Familien ansiedeln, das Know-how der Studenten nutzen, die 55-Jährigen einbinden, das ist unsere letztendlich erstmal die Zukunft für die nächsten paar Jahre. Und wir müssen uns natürlich um die Eltern kümmern. Und ich möchte das jetzt nicht noch entsprechend ausbreiten, was wir alles machen müssen, bessere Straßen, bessere Einbindung und so weiter und so weiter. Das sind eine Detailfrage. Danke. Herr Buschka, bitte. Bamberg bewegen gemeinsam, das ist mein Motto und dafür möchte ich stehen, gemeinsam mit den Bürgerinnen und Bürgern, denn es ist das Amt des Bürgermeisters oder Oberbürgermeisters, für seine Bürger da zu sein. Möchte ich aber auch gemeinsam mit den vielen Ehrenamtlichen in den Strukturen, die wir haben, was die Vereine sind in der Kultur, im Sport, im Sozialen, aber auch mit den Strukturen im Ehrenamt, das Feuerwehr, THW und die DHK und die Wasserwacht inklusive und die DRG als Hilfsorganisation, gemeinsam die Wünsche und Anregungen, die aus der Bevölkerung kommen, man hört es ja immer in den letzten Wochen, wenn man jetzt den Wahlkampf macht, aber auch in den 10 Jahren Politik, ist man ja am Bürger dran und es sind ja immer Anregungen, Wünsche und Sorgen, die man aufnimmt und die möchte man gemeinsam mit seiner Verwaltung und gemeinsam mit dem politischen Stadtrat, dem Entscheidungsträger letztendlich, der mehrheitlich die Beschlüsse auf den Weg bringt. Das ist so meine Aufgabe als Oberbürgermeister, so sehe ich sie zumindest, dass es uns gelingt, für die Bürger da zu sein. Und wer mich kennt, der weiß, mit welchem Engagement ich in der Vergangenheit ehrenamtlich, aber auch beruflich mich für die Sache eingesetzt habe. Und mit dieser Leidenschaft und dem Engagement möchte ich für die Wählerinnen und Wähler da sein. Dieses Angebot kann ich nur geben, das, was ich bisher gemacht habe. Und ich kann Ihnen, sage ich mal, zusichern, dass ich das nicht alleine zukünftig mache, sondern immer gemeinsam mit denen, die um die Sache mit anpacken. Und die Themen, die sind natürlich da, die haben wir letztendlich vorhin schon mit erwähnt. Das ist die kommunale Finanzen, es ist unsere Freizeit, es ist unsere Wirtschaft, es ist Stadtentwicklung und das Soziale. Es sind so viele Bereiche, wo wir gemeinsam Themen aufgreifen. Und da muss ein Oberbürgermeister, Moderator und Vermittler zwischen den Parteien sein. Und da ich das bewiesen habe, das kann ich zurückblicken, zumindest bei mir beruflich und ehrenamtlich sagen, stehe ich bereit mit meiner Leidenschaft und diese Verantwortung möchte ich gerne hier für Bamberg übernehmen. Und wenn die Wählerinnen und Wähler mir das Vertrauen schenken, dann kann man von mir erwarten, dass ich anschließend mit dieser Leidenschaft auch mein Amt als Oberbürgermeister ausfüllen werde. Danke. Ja, warum sollen Sie mich wählen? Auf der einen Seite glaube ich natürlich, dass ich fachlich kompetent bin. Ich habe die Erfahrung von jetzt als Vertreterin, wenn der Oberbürgermeister und sein Stellvertreter nicht da ist, durfte ich sehr oft diese Aufgaben mit übernehmen. Also was man als Verwaltung tun kann, ich würde einfach mal jetzt frech behaupten, das kann ich auch. Und habe den Überblick darüber. Das Zweite, was ich, glaube ich, ganz gut kann, ist zuhören. Also wenn jemand ein Anliegen hat, dann nehme ich das auf, man lernt immer was dazu. Und in den letzten 6 Wochen, das war auch schon sehr spannend. Und das, was man hört, kann man, wenn man sofort die Antwort weiß, beantworten. Aber ansonsten mitnehmen für Entscheidungsprozesse, die in der Zukunft liegen. Und das, denke ich, würde ich auch regelmäßig in die Verwaltung mit reintragen, in den Stadtrat, der dann auch sozusagen unser Arbeitgeber als Stadtrat ist, wenn es nicht im Gesetz steht. Und das Dritte, der dritte Satz, eine Verwaltung ist für sich gar nichts, jeder Einzelne. Der Oberbürgermeister, der kann auch engagiert sein, wie er möchte. Was er braucht, ist ein Team, was er einspürt auf die Ziele und auf die Aufgaben, die zu lösen sind. Und das habe ich mir auf die Agenda geschrieben als erstes, weil sich das ja auch von Chef zu Chef auch mal ein Stückchen ändert. Alle einzuspüren darauf, dass wir eine Verwaltung sein müssen, die für die Bürger da sein muss, für die Stadt da sein muss und dass sie das auch als, sage ich jetzt mal, Leitbild sich oben überschreibt. Und dieser Schritt wäre einer meiner ersten im März 2022, um dann zu sagen, das, was wir als Aufgabe bekommen, sollen wir auch mit Herzblut und mit vollem Einsatz umsetzen. Das ist das, was wir erwarten dürften und deswegen würde ich auch für mich werben. Frau Meinecke.
Eine Frage an Herrn Gruschka, und zwar Demografiewandel, Senioren sind die Gruppe, die immer mehr werden. Und deshalb meine Frage. Wie stellen Sie sich vor, dass die Stadtseniorenräte, Gleiches gilt auch für die Jugendbeiräte, ein Stimmrecht in den Ausschüssen bekommen? Nicht nur ein Anhörungsrecht, sondern ich denke, wir brauchen ein Stimmrecht. Anlass dazu ist für mich heute an den Infoständen, was ich da alles so gehört habe, was da für Senioren okay, so gut war, ist. Ich glaube, das war Herr Frau Meinecke, vielen Dank für die Frage. Und da ich ja 10 Jahre im Jugend- und Sozialausschuss der Stadt Bernburg tätig war und ohne Stimmrecht war aber immer laut Satzung unserer Stadt Hamburg der Stadtseniorenrat als beratendes Mitglied vor Ort. Der Jugendbeirat hat sich in den letzten Jahren erst gegründet, sodass ich da, sage ich mal, zu meiner Zeit war noch kein Jugendbeirat da, der hat sich erst danach etabliert. Und ich würde Ihnen vollkommen recht geben, weil aus der Struktur im Landkreis kennen wir das ja ganz gut, dass da im Jugendhilfeunterausschuss und Jugendhilfeausschuss die verschiedenen Träger auch die Möglichkeit haben, sich noch intensiver mit einzubringen. Und ich kann mir ganz gut vorstellen, und ich habe am Mittwoch mit dem Jugendbeirat auch zusammengesessen und genau diesen Vorschlag ihm auch unterbreitet, dass ich das sehr gut finden würde, wenn der Jugendbeirat aktiv in den Jugend- und Sozialausschuss auch eine Stimme bekommt, weil letztendlich, das ist der Ausschuss, wo der Beirat dort sich etablieren muss und auch die Anliegen seiner Wählerinnen und Wähler und Jugendlichen mit vorbringen kann. Ich bin da vollkommen offen, dass beide, ob das der Seniorenrat ist oder der Jugendbeirat im Jugend- und Sozialausschuss, wenn das die Stadträte in ihrer Satzung auch so beschließen, ein Stimmrecht bekommen, weil dort sollen sie sich auch wiederfinden. Vielen Dank. Danke, Herr Kuschner. Die nächste Frage. Insofern helfen uns auch mehr Gewerbesteuern. Konkret als Stadt Hamburg-Saale nur zu einem ganz geringen Teil, weil unser Hebesatz nur 5% über den Landesdurchschnitt liegt. Der Rest wird uns als Grundausstattung schon anerkannt und das behält dann oder bekommen andere. Der zweite Punkt, wo man tatsächlich da was machen könnte, wäre Benutzungsbeiträge, Entgelte und ähnliche Dinge. Auch dort wird eher Zurückhaltung seitens des Stadtrates kommen. Das muss man diskutieren. Alle 3 Jahre sind Gebührenkalkulationen durchzusprechen und so weiter. Das wird man tun, das wird man auch im Angemessenrahmen machen. Das passiert jetzt auch. Man kann sie sozusagen mittelbar erhöhen, indem zum Beispiel mehr Gewerbe, was dann zu einer Gewerbesteuer auch beiträgt, um dann diese kleine Spitze abzufangen, um das einzunehmen. Und unter Umständen kann man bei den Einnahmen natürlich auch dadurch gewinnen, und nicht unter Umständen. Wenn wir unbezahlte Arbeitsplätze haben, bekommen wir Einkommensteuern zurück. 50% stehen uns dem Grunde nach zu. Und wir sehen das, je mehr erwerbsfähige Bevölkerung in Landungshalle wohnt, desto mehr bekommen wir auch ab von den Einkommensteuern, die gezahlt werden. Dazu zählen dann auch Zinseinkünfte und ähnliches. Das wäre die Einnahmenseite. Die ist aber weniger strapazierbar als die Ausgabenseite. Bei der Ausgabenseite ist es unbedingt notwendig, dass wir den angefangenen Weg umsetzen, Sanierung so zu machen, um sozusagen Betriebskosten hinterher einzusparen, um auch zu gucken, welche Gebäude, welche Objekte benötigen wir tatsächlich als Stadt.
dass wir, wenn wir Investitionen machen, diese auch nachhaltig machen, dass man auch sagt, wenn wir jetzt, vielleicht bei dem Beispiel, was in den vergangenen Jahren diskutiert wurde, wir bauen eine Marina auf der Töpferwiese, wenn wir das tun wollten, dann müssten wir wissen, dass wir hinterher auch die Folgekosten, die Betriebskosten dafür bezahlen, mal abgesehen von den Investitionskosten und so weiter und so fort. Dass man also bei jeder Investition, die man tätigen möchte, sich jedes Mal auf die Frage stellt, A, was bringt es der Stadt und B, was kostet es die Stadt, und in der Lage ist, dann auch zu finanzieren. Dazu wollen wir ein Kennzahlensystem aufbauen, eine Stadtverwaltung, ein Controlling, um auch den Stadträten hier noch ein besseres Fundament für Entscheidungen zu kriegen. Und wenn wir das Ganze sozusagen gegeneinander abwägen, die Einkommensteuerentwicklung ist in den letzten Jahren sehr positiv gewesen, dann können wir auf der anderen Seite auch dafür Sorge tragen, dass sozusagen die fachlichen Entscheidungen im Stadtrat sich noch auf ein besseres Fundament stellen lassen. Was können wir unbedingt auch tun? Gut qualifiziertes Personal einsetzen und gucken, wann ist es gut, Arbeitskräfte oder Leistungen sich einzukaufen von Dritten, und wann ist es vielleicht gut, Leistungen auch selber zu machen, auch hier durch eine Kostenvergleichsrechnung. Und auch dieser Prozess ist angeschoben und wird umgesetzt, sodass wir durch einen besseren Personaleinsatz letztendlich dazu kommen, dass wir weniger Aufwand für ein höheres Ergebnis haben. Und die Dinge sind im Fluss. Und man muss natürlich, das machen wir auch gegenwärtig, bei jeder Entscheidung, wenn eine Stelle frei wird, brauche ich die noch in dieser Form? Kann ich die Arbeit anders organisieren, strukturieren? Muss die Stelle wieder in der gleichen Form, also in einem gleichen Umfang, in der gleichen Qualifikation oder ähnliches besetzt werden? Und diesen Prozess muss man weitergehen. Wir haben seit, also ich kann es ja 93 beurteilen, keine betriebswirtschaftlichen Kündigungen vornehmen müssen. Und auch vor allem nicht vorlegen wollen, sondern immer versucht, durch natürliche Fluktuationen solche Probleme anzugehen. Das hat manchmal ein bisschen Zeit gedauert, aber ich denke, für den allgemeinen Betriebsfrieden war das eine gute Entscheidung, von der ich auch nicht abweichen wollen würde. Und mit diesem Weg sind wir sogar Beschwerdeentscheidungen des Landes, oder haben wir die durchgestanden, als es beispielsweise darum ging, mit einmal den Gesetz in Kindertagesstätten an Erziehern ganz drastisch runterzufahren. Und wo wir dann abweichend von Vorschlägen, die mit der Kündigung geendet hätten, eben über Arbeitszeitverkürzung oder ähnliches gesprochen haben und das so gelöst haben. Also man muss mit den Menschen reden, auch in der Verwaltung, an der Stelle, wo könnt ihr euch einsetzen und sozusagen mehr für die Stadt bringen, sodass die Konsolidierung einerseits von innen und andererseits von außen kommt. Ganz zum Schluss werden wir natürlich immer wieder rudern, den haben wir jetzt ja an der ich wollte sagen, ich glaube, ich würde mir fast noch sagen, verwundert, dass das Land bestellt, was wir machen sollen, muss bezahlt werden. Das betrifft Kindertagesstätten, hier ist mehr als ein doppelter Aufwuchs an Aufwand in die Stiftung Gemeinden runtergegeben worden, und an der Stelle muss man ganz doll kämpfen und sagen, wenn ihr das so wollt, dann müsst ihr an der Stelle auch die Finanzausstattung ausstatten, gewährleisten. Das heißt, zum letzten Jahr war. Ja?
Das war mir jetzt nicht bekannt, das ist auch gut, weil das ist natürlich jetzt ein Hilfsmittel. Ja? Womit wir arbeiten können, wo wir dann halt feststellen können, mein erster Report, wenn Mensch passiert. Für uns muss also gucken, wo man denn, also immer Bilanz, wo die Kostentreiber tatsächlich sind. Wir haben auch ein Problem tatsächlich investigativ, also mit Investitionen. Wir hatten die Wende Anfang der 90er, dort wurde eben viel noch neu angeschafft. Und das ist jetzt so langsam natürlich veraltet und muss wieder erneuert werden. Das ist ein großes Problem. Da geht's los. Ich habe mit der Schauer geredet. Die sagten mir, teilweise Einsatzkleidung reicht nicht aus. Haben wir zu wenig. Die Feuerwehrautos müssen erneuert werden und so weiter und so weiter. Ich sage, das wird ja nicht einfacher. Im Gegenteil. Ja? Die Probleme ziehen sich durch. Ja, die Frage ist, wo stehen wir denn in 7 oder 8 Jahren finanziell? Das kann ich gar nicht richtig sagen. Alles andere werden jetzt dann etwas klarer sagen, wenn der möchte, dann ist es auch abbrechen. Ja, also wie gesagt, ein paar mehr Gewerbetreibende, dann hätten wir vielleicht ein bisschen mehr Gewerbesteuer. Ansonsten muss man sich wirklich mal die Kostenstruktur angucken. Wie gesagt, ich habe das noch nicht überblickt in diesem großen Haushaltsplan, was da momentan an Kosten alles auf dem Tableau steht. Und ich denke, Frau Dr. Rüstow hat da recht. Man muss gucken, wenn jetzt wirklich altersbedingt jemand in der Verwaltung ausscheidet, muss die Stelle unbedingt wieder in diesem Umfang besetzt werden oder auch nicht, dass man wirklich dann vielleicht auch an Personalkosten, ohne dass man jetzt irgendwelche Kündigungen oder sowas aussprechen muss, dass man da vielleicht was einspart, dass man die natürliche Auslese, nenne ich es jetzt mal, einfach dann nutzt. Ja, das wäre so eine Idee, wie man vielleicht Kosten sparen könnte. Und ansonsten muss man sich wirklich erstmal den Einblick dann verschaffen, wenn es dann soweit ist, dass man zur Wahl ja, gewählt wurde. Danke. Dankeschön. Also, ja, Sie merken, so eine Haushaltsdiskussion ist nicht nur im Bund und Land kompliziert, das hängt auch schon in der Stadt an. Und es ist natürlich, sage ich mal, nicht so einfach wie zu Hause vielleicht, wo man einen Ausgang hat. Und manchmal kann man sicherlich die Einnahmenseite beeinflussen, die Ausgabenseite. Da gibt es sicherlich Möglichkeiten, aber wir hängen auch als Stadt von vielen Faktoren ab, die wir teilweise gar nicht beeinflussen können. Wichtig ist entscheidend, dass wir unsere kommunale Finanzausstattung vom Land, sag ich mal, anders geregelt bekommen, weil es ist ja nicht nur die Ausstattung der Stadt Hamburg. Wir haben eine Kreisumlage von 44,07% und ich sage mal, das kostet der Stadt jährlich auch circa, Frau Sessung-Dürste, von 15 Millionen, wenn es richtig aus meinen Kreisumlage zahlen, so ungefähr. Ne? Und wenn der Kreis nicht zahlungsfähig ist, dann wird der Kreis, sage ich mal, seine Kreisumlage wieder erhöhen und dann können wir als Stadt manchmal schön strampeln, wie wir wollen und zahlen dann wieder 1-2 Millionen mal schnell nach. Und trotzdem ist dieses Paket der kommunalen Finanzausstattung halt wichtig, dass, sage ich mal, der Kreis und die einzelnen Kommunen davon auch profitieren. Ja, bei den Einnahmen, die Steuerseite ist ein wichtiger Punkt, das sind rund 30 Millionen des Haushaltes der Stadt Hamburg. Aber ich glaube, wir haben in den letzten Jahren vieles getan auf dem Weg und wir haben den Steuersatz von 95, wenn wir den Unternehmern hier in der Stadt sagen, wir möchten jetzt die Gewerbesteuer erhöhen. Ich glaube, das wäre ein Signal, was, sage ich mal, nicht förderlich ist. Und unsere Hausaufgaben sollten wir vielleicht in dem Bereich nicht machen. Wir haben sie gemacht bei den Benutzungsgebühren und Entgelten. Wir haben den Sport seit Jahren mit 30% der Betriebskosten beteiligt, wo ich auch überzeugt als Hauptamtlicher im Sport war, zu sagen, ja, das ist angemessen, aber angemessen hört dann auch bei 30% auf. Man kann das nicht unendlich nach oben treiben, weil sonst ist der Sport und die Kultur und alle, die da betroffen sind, nicht mehr in der Lage, ihr Ehrenamt in dem Sinne weiterzuführen, weil die finanzielle Belastung der Vereine dann auch zu groß wird. Bei den Ausgaben, ja, ein wichtiger Punkt kam, da haben wir sicherlich bei den Betriebskosten eine Möglichkeit, durch sinnvolle Investitionen in die Zukunft zu denken. Wir haben im Personal die Möglichkeit, dort ein anständiges Personalentwicklungskonzept zu erarbeiten. Und das ist aber ein Prozess, der ist einfacher manchmal gesagt, wie er ist. Da gibt es auch tarifliche Vereinbarungen, da gibt es Vereinbarungen mit Mitarbeitern und dem muss man natürlich Rechnung tragen. Und ich denke, gemeinsam müssen wir schauen, wie wir dort Punkt für Punkt hinbekommen und dass die finanzielle Ausstattung im Haushalt sich hoffentlich dann auch besser entwickeln kann. Dafür sind wir dann auch jeden Tag da. Vielen Dank. Dankeschön. Was würden Sie, sagen wir nach so langer Zeit, wo Sie dabei sind, von Ihrer
Dann ist leider gehört die Frage konkreter Voraussetzung, da Sie jetzt vor etlichen Jahren schon mit Finanzen arbeiten, was würde Sie, sollte Sie Oberbürgermeister in der Stadt Werden, anders machen auf dieser Strecke als bisher getan? Bis jetzt, muss ich sagen, konnten wir als Verwaltung im Regelfall dem Stadtrat einen Haushaltsplan vorlegen und eine Haushaltssatzung vorlegen, die, man mag mich korrigieren, mit ganz wenigen Änderungen auch im Regelfall so beschlossen wurde. Das heißt, ich würde nicht viel anders machen, weil sie haben pflichtige Aufgaben, da haben sie gar nicht die Wahl. Die haben sie zu erfüllen. Ich kann nicht sagen, ich streiche das einmal oder melde, aber keiner kriegt meinen Ausweis, alle müssen in Werbung bleiben, können sich nicht ausweisen und so weiter. Da gibt es eine ganze Menge. Der gesamte Bereich des Dezernates 2 oder der überwiegende Bereich des Dezernates 2 sind Aufgaben, die vom Land vorgegeben sind. Die hat man, anstatt zu erfüllen, ohne Wenn und Aber. Sie können entscheiden, wie Sie die erfüllen. Mit ganz langen Warteschlangen und sehr noch kürzere Öffnungszeiten, muten den Bürger zu, was man jetzt ja teilweise ab und zu schon von einigen Städten hört oder Landkreisen hört, Autoanmeldungen, also dafür sind wir nicht zuständig. Nur als Beispiel, dauern noch mal 6 Wochen und nicht 3 Tage. Das versuchen wir zu vermeiden, sondern das Angebot zusammenzuschmelzen auf das, was einerseits das Anliegen des Bürgers erfüllt, auf der anderen Seite aber natürlich auch kostenmäßig noch zu tragen ist. Und das müssen wir sicher noch mal ein bisschen korrigieren und ausdrücken, aber ansonsten diese Pflichtaufgaben haben sie zu erfüllen, ohne Wenn und Aber. Ich kann auch im Gegensatz zum Unternehmen ja nicht entscheiden, wenn ich ein Tischhersteller bin, diesen Tisch nicht mehr zu machen. Wir haben Kindertagesstätten bereitzustellen, wir haben Schulen bereitzustellen. Die Leute müssen von A nach B kommen, also gehören die Straßen dazu, die Fußwege dazu. Und die dann auch noch sicher und dann idealerweise, wir haben ja dort hinten Schwerbehinderten, Vertreter hier noch so, dass alle da vernünftig drüber laufen können. Und damit Nachholbedarf in Größenordnung. Wir haben, oder was müssen wir nicht machen? Wir müssen die Stadt nicht schön machen. Das steht sozusagen so drin in der Landesverfassung. Wenn ich es mir leisten kann, dann natürlich und ansonsten nicht. Und das genau haben wir nicht gesagt, oder haben wir gesagt, kann nicht der Weg sein. Wir können nicht nur die pflichtigen Aufgaben erfüllen, das Notwendige. Und nicht auf der anderen Seite ein lebenswertes Umfeld schaffen. Und da haben wir das Stück, ja, das Tischbuch immer so lange hin und her gezogen innerhalb der Verwaltung und innerhalb der Fachausschüsse, dass wir gesagt haben, der Kompromiss ist jetzt der, mit dem wir uns für das nächste Jahr auf den Weg gehen. Und diesen Kompromiss muss man auch in der Zukunft gehen. Also insofern würde der Aufstellungsprozess des Haushaltes erstmal von der Fachkompetenz aus der Verwaltung weiterkommen müssen. Und wir müssen die Signale aus dem Stadtrat aufnehmen und die Signale von allen, die sich mit einbringen wollen, was soll untergebracht werden. Und dann muss man abwägen und gemeinsam entscheiden, welche Prioritäten zu setzen sind. Wenn wir aufhören, Fördermittelprogramme für die Stadtentwicklung zu nutzen, dann können wir auch sagen, wird sich in der Stadt nicht mehr sehr viel bewegen. Wir haben etwa eigene Einnahmen für Investitionen, nur dass man die Vorstellung mal hört. Von 1,5 Millionen, mehr ist es nicht. Da bekommen wir eine Investitionszuweisung, wir verkaufen ein paar Grundstücke. Dann nehmen wir vielleicht noch einen Kredit auf, der Rest sind Fördermittel vom Land. Und das war unsere Politik immer, dass wir gesagt haben, wir versuchen aus einem Euro, der da ist, mindestens 3 zu machen, beim Förderverhältnis 1:3. Oder, wenn wir ganz gut sind, auch 100%, auch diese Förderung haben wir. Oder wenn man jetzt sich das Museum anguckt, dann machen wir bei einer 93%igen Förderung. Also wir versuchen, alles aufzusaugen, was die Stadt schöner machen kann und wo uns vielleicht jemand anderes was dazu gibt. Und dem würden wir weitergehen, weil das Land uns an den goldenen Zügel führt. Schöner werden Investitionsvorschläge, weil ich glaube, der Stadtrat und die Verwaltung mit ihren Fachämtern müsste besser, was damit zu machen ist. Im Moment bekommen wir eben nur so einen kleinen Teil Investitionsvorschläge. Also tatsächlich an der Stelle Haushaltsaufstellung würden wir nicht sehr viel anderes machen, sondern das aufnehmen, was gemacht werden muss, das aufnehmen, was wir machen wollen. Und hier versuchen wir gerade an der Regierung hinzubekommen, dass wir nicht nur verwalten, um jetzt das mal aufzunehmen, sondern eben auch gestalten. Und das bestätigen uns ganz viele Gäste in Darmung, dass das bis jetzt ganz gut gelungen ist. Und Bedarf hätte man noch in Größenordnung, aber dann fehlt es an der Leistungsfähigkeit. Ich hätte noch eine Frage ganz speziell an Herrn Gruschka. Herr Gruschka, wenn Sie gewählt
werden würde. Wie denken Sie, kriegen Sie den Spagat hin? In Ihrer Vita haben Sie ja so viele Ehrenämter aufgezählt. Wie denken Sie, dass Sie den zeitlichen Spagat zwischen Ihrer sehr, sehr anspruchsvollen Tätigkeit und Ihren freien Ämtern hinbekommen? Für alle, eigentlich auch die in den hinteren Reihen, die Frage geht dahin, wie Herr Buschka, soll die da gewählt werden, ganz konkret an Ihnen gestellt, die, wie er so schön sagte, der Herr Vorne, den Spagat zwischen seinen vielen ehrenamtlichen Aufgaben, die er hat, und dann seiner hauptamtlichen Tätigkeit, kann ich bestätigen, ein Vollzeitjob, und der ist nicht bis 40 Stunden die Woche, das ist nicht unser jetzt Oberbürgermeister ist, sondern durchaus mehr Zeit anspruchen, wie dieser Spagat geschafft werden kann, wie er dann seine Aufgaben entsprechen. Ja, die Frage kann ich natürlich auch ganz gerne beantworten, weil sollte ich gewählt werden, wissen meine Sportler bereits seit einem Jahr, dass ich das Vorhaben habe. Und seitdem ich Geschäftsführer der Bernburger Freizeit GmbH wurde 2019, habe ich mich auch in meinem eigenen Verein, wo ich vielleicht der Verrückte war, der jeden Tag da war, der auch fünfmal in der Woche Training gemacht hat, auch schon zurückgezogen, habe das Training nur noch so absichern können, wie die beruflichen Möglichkeiten das zuließen. Habe dafür Sorge tragen können, dass im Verein auch entsprechende Nachfolger nachrücken können. Die müssen das letztendlich auch mal in die Hand nehmen. Ich habe damals auch so angefangen, als ich 1991 habe ich den PSV-Leichtathletik übernommen, stand da mit 20 Kindern und jetzt ist der Verein 350 Personen groß und das ist natürlich auch eine Leistung, die mit vielen anderen Mitstreitern erreicht worden ist. Und man muss manchmal loslassen, das ist wichtig. Weil ich habe auch nur einen Tag, der 24 Stunden hat und so wird sich das Ehrenamt dann auch regeln und ich werde trotzdem immer mal reinschauen in den Verein. Speziell da habe ich meine meiste ehrenamtliche Zeit verbracht und ich glaube auch die Sportlerinnen und Sportler wissen, dass das, wenn das so ist, ein Weg ist, den sie mittragen und ich mache auch kein Geheimnis. Ich habe ja auch eine Schwester und eine Tochter in dem Verein, die sich genauso engagieren können mit dem Beispiel, wo ich vorangegangen bin. Ja, mit anderen Ehrenämtern, die Wasserwehr, der Oberbürgermeister ist in der Stadt, sage ich mal, automatisch auch weiterer Ansprechpartner für die Wasserwehr und die Schulfördervereine. Die Zeit muss man sich auch nehmen, denn alle Ämter abzulegen, wäre klar auch das falsche Signal, weil das Engagement, was man in der Freizeit bringt, das sollte man als Oberbürgermeister auch versuchen, in einem Spagat, sage ich mal, für die Bürgerinnen und Bürger da zu sein, dann die Intensität nachlassen. Aber überall austreten, ich glaube, das wäre der falsche Weg und das wird sich auch nicht selber machen. Vielen Dank. Dankeschön. Ja, bevor ich eine Frage stelle, muss ich mir vorstellen, ich bin sozusagen durch den Hamburger Abzugezogen im Oktober und bin hier, ich weiß nicht, was die Einzelnen in Hamburg und der Zeitung gut aufgenommen worden. Ich persönlich finde es Hamburg spannend. Jede Woche, jeden Tag was Neues. Bitte Ihre Frage. Genau. Aber nur um erstmal den Zusammenhang, weil ich kenne ja hier niemanden, ich nehme an, der Herr Minister, am vierten Bürgermeister. Ich weiß nicht, ob Sie, da möchte ich Sie wieder unterbrechen, ich weiß nicht, ob Sie ganz am Anfang da waren, das sind alles unsere Bewerber für den Posten des Oberbürgermeisters hier in der Stadt, der Oberbürgermeisterin, wie gesagt, es sind ja auch Damen dabei. Unser amtierender Oberbürgermeister ist auch hier im Saal, der sitzt auch im Auditorium, so wie jeder andere Gast, weil er heute hier auch in diesem Raum Gast ist. Deswegen fragen an die Bewerber, es ist heute eine ausschließlich eine Veranstaltung zur Vorstellung der zugelassenen Bewerber zum Oberbürgermeister. Überhaupt keine Frage, aber da können wir an der Stelle wirklich anfangen, weil aus der Sicht, was
Die Bereitstellung von Wohnraum direkt als städtische Aufgabe ist nicht gegeben, aber die Stadt hat die Bernauer Grundstätten GmbH als hundertprozentig städtische Tochter und der Oberbürgermeister ist Aufsichtsratsvorsitzender dieser Gesellschaft und hat insofern als Aufsichtsratsmitglied hier Mitwirkung und Einfluss auf die Gesellschaft. Danke. Noch ergänzende Wortmeldung von Herrn Bürgermeister? Nicht noch einmal. Dankeschön. Herr Bürgermeister. Herr Medis, Sie haben uns versprochen, dass Sie uns aufklären. Es wird Ihnen was unterstellt, dass Sie eine ungesetzliche Äußerung gemacht haben. Wenn Sie jetzt antreten, gehe ich davon aus, dass Sie diese Äußerung nicht gemacht haben. Ja, Professor Buhmann, Sie waren ja einer der Ersten, der das Wort aufgegriffen hat. Herr Medis, Professor Buhmann, Sie waren ja einer der Ersten, der das aufgegriffen hat und kommentiert hat. Ich hätte jetzt fast vermutet, Ihre Medienkompetenz ist nicht unbedingt so besonders. Um das mal vorsichtig zu formulieren. Ja. Also, wer das verfolgt hat, ich hatte es im Gespräch erwähnt, also ich hatte letztes Jahr tatsächlich einen Bruch in meinem Leben. Mir wurde also vorgeworfen, dass ich verfassungsfeindliche Äußerungen getätigt habe. Sie können sich vorstellen, was das bedeutet. Ich bin Beamter, ich bin Offizier der Bundeswehr und ich war in etlichen Ämtern tätig. Das war von einem Tag, also außer Bundeswehr und Job als Beamter, war alles von einem auf den anderen Tag erledigt. Ich habe mich aus Ämtern zurückgezogen, weil ich diesen medialen Druck nicht ausgehalten habe. Nein, es ist jetzt nicht so meine Art, aus dem Nähkästchen zu plaudern, fachlich ja und privat. Das hat mich echt mitgenommen. Also ich war im Vierteljahr krank und ich habe mich selber gewundert, dass ich mich wieder berappelt habe. Und jetzt ist mal, ich wusste, dass die Frage kommt, deswegen habe ich mir auch mal ganz klar Daten aufgeschrieben. Also, die Vorhaltung, also mir wurde vorgehalten, ich bin Mitglied einer Brepper-Szene und ich habe rechtsradikale Äußerungen von Leben. Das Oberlandesgericht hat bereits, das OLG Naumburg hat bereits im November festgestellt, dass es kein Nachweis, ich zitiere, kein Nachweis für Verstöße gegen das Waffengesetz und das Verwenden verfassungsfeindlicher Passagen gibt. Punkt. Definitiv. Parallel dazu wusste ich, dass die Richter entsprechend das prüfen. Auch das ging beim Oberlandesgericht, beim Obersten, ist das jetzt der große Strafsenat? Ich weiß es nicht. Das ist, wie gesagt, das ist die Richterin, die sich mit dem Attentäter aus Halle beschäftigt hat. Unisono wurde das gleiche bestätigt. Interessanterweise ist natürlich immer, wenn solche Sachen kolportiert werden, dann ist die Presse, ich will es nicht verallgemeinern, ich weiß auch, dass da die Presse einen kritischen Blick drauf hat, ist die Presse sofort dabei, sie werden sofort gehypt. Also ich hatte Follower, sag ich mal in Anführungsstrichen, ich fände es nicht witzig. In Albanien und sowas, ja, kam das in der Presse. Wo denn die Einlassung kam, das hat nicht stattgefunden. Das war eine mitteldeutsche Zeitung, so ein kleiner Artikel. Und das wurde dann nicht mehr publik gemacht. Also zusammenfassend kann ich Ihnen sagen, diese Äußerung habe ich nicht getätigt. Bestätigt wird es zweimal durch das Oberlandesgericht Naumburg. Vielleicht für Sie, das ist die oberste juristische Instanz, die wir in Sachsen-Anhalt haben. Ja, kann ich dazu nicht sagen. Dankeschön. Ich danke Ihnen übrigens für die Frage. Noch einer. Bitte. Das Ein bisschen andere. Das wollen die Bürgermeister hat nicht damit tun, dass die Bürokratie abgebaut wird. Weil die haben eine Lauflauf auf Stadt und muss 80 Seiten ausfüllen. Die Stadt hat schon mal. Es ist doch ein ziemliches Thema, aber. Ja, nur dass die anderen auch hören, wie es geht. Die Frage zielt dahin ab, was die. Kandidaten, so sie denn Oberbürgermeister gewählt werden, gegen Bürokratie tun können, um auf ihre Bürokratie Antwort zu bekommen. Herr Medis möchte gern, Herr Trauer, ich bin sehr gerne. Sie merken, und die anderen, sie merken, die anderen sind danach. Genau, Sie merken meinen Enthusiasmus. Ich muss dazu sagen, wir haben in Deutschland, also es gibt eine gesetzliche Gewalt. Der Stadtrat oder Bürgermeister ist nicht gesetzliche Gewalt, wir setzen nur um. Das heißt, wir können Bürokratie in der Tat überhaupt nicht verhindern. Frau Dr. Rissler hat gesagt, wir können uns darum kümmern, dass die Wege für Entscheidungen kurz sind. Das ist eins, was ein Bürgermeister machen kann. Alles andere funktioniert nicht. Das gibt unser Rechtssystem bzw. das System der Bundesrepublik Deutschland nicht her. Also Gewaltenteilung spielt eine Rolle. Dankeschön. Frau Helfer Schütte, darf ich ergänzen noch was? Nein? Herr Rissler? Ja, ich sag mal, die Frage läuft ja darauf hinaus, dass man als Bürgerinnen und Bürger manchmal unzufrieden ist, wenn man in der Verwaltung kommt. Und wie man
gutes Beispiel beim Landkreis, ich habe jetzt mal vorlassen, wenn meine Tochter einen Führerschein macht, dann kann man sich da online einen Termin holen für die Zulassungsstelle. Und das zu erfahren, das war für mich eine spannende Aufgabe, weil es war mir auch nicht möglich, dort einen Termin online zu buchen. Und hatte ich das versucht über den Kreistag, aber das ging dann auch nicht so richtig. Ich habe dann einfach den Kfz-Termin gebucht und habe hier nach der Gegner zur Führerscheinstelle sitzen nebeneinander. Aber spätestens im Eingang wurde belehrt, Sie haben einen Termin für die Kfz-Zulassungsstelle, Sie kriegen jetzt nicht einen Termin bei einer Führerscheinstelle. Ich kann Ihnen erklären lassen, wie ich das machen soll. Ich mache es mal, ich habe es nicht geschafft. Und ich habe wirklich lange gebraucht. Die Telefonzentrale war zwar jeden Tag eine halbe Stunde freigeschalten, aber umgesetzt. Ganz Bürgerschwierigkeiten. Ja, das ist ja die Frage, wo wir denn als Stadtverwaltung mit Sicherheit überlegen müssen, die Bürgerfreundlichkeit zu erhöhen. Und das ist das, was wir als Stadt machen dürfen, müssen und können. Und das war ich mal ein Punkt. Bei der Darmauer Freizeit GmbH haben wir angefangen, aber ich habe gefragt, warum machen wir das? Weil es schon immer so war. Oder es steht immer eine Anweisung. Ja, aber das kann man ändern, wenn man überzeugen lässt, sich nicht anders geht. Das ist ein Prozess gemeinsam mit den Bürgerinnen und Bürgern zu schauen, welche technischen Möglichkeiten gibt es vielleicht, um bürgerfreundlicher zu werden. Und in dem Prozess werden wir sicherlich auch weitermachen. Die Stadt hat ja auch in den letzten Monaten schon vieles getan durch die Corona-Krise. Muss man ja auch mal sagen, ist ja nicht so unfreundlich. Und übrigens muss ich denn für meine Tochter noch einen Nachweis bringen, dass sie in Bernburg geboren ist. Weil wie es im Rathaus gegangen hat, muss ich sagen, hat super geklappt. Nummer jetzt hoch, wurde innerhalb von 20 Minuten da auch bedient und bin dann wieder zum Landkreis und habe dann auch an den Prozess abgeschlossen. Aber ich denke, das ist eine Aufgabe, die wir uns widmen müssen, dass die Freundlichkeit unserer Händler und der Service sich verbessern. Vielen Dank. Dankeschön, Herr Bürgermeister. Ich möchte zum Vorschlag auf der Rüstung Einwurf eine ganz eigene Sache geben. Führerscheinstelle und Zulassung sitzt beim Landkreis. Nein, ich habe nicht die Füße gedacht, sondern richtig, nicht, dass der Eindruck entsteht, das waren die Kollegen der Stadtverwaltung. Also, nein, das ist nur ein Vorwort, das ist doch bitte. In dem Fall wurde ja die Stadtverwaltung gelobt. Ja. Doch, einige wenige Kleinigkeiten können wir auch tun. Wir werden immer mal gefragt, was wollen wir gegen Bürokratieabbau tun. Da geben wir Stellungnahmen ab und diese Stellungnahmen müssen dann so deutlich sein, dass die nächste Stelle dann auch entsprechend reagiert. Das ist die eine Möglichkeit, wo wir an diesem Prozess mitwirken können. Die zweite ist natürlich, machen wir auch selber Bürokratie. Hat Herr Kuschka schon eben das ja angesprochen. Da muss man gucken, was brauchen wir wirklich, wie geht es so einfach und so sag ich mal, wie ein Erklärbär, dass jeder auch da durch ist. Wir wissen ja, worüber wir reden, aber der andere muss uns auch verstehen, der nicht täglich damit arbeitet. Da muss man sicherlich dran arbeiten. Und wir haben den Digitalisierungsprozess. Also wir haben gemeinsam mit Land und Bund das große Anliegen, dass ein ganz Teil Verwaltungsleistungen künftig auch digital abgefordert werden können, sodass man zumindest einen bestimmten Teil Papierkram dann elektronisch erledigen kann und dann vielleicht auch ein Stückchen schneller und vielleicht vor allen Dingen mit Hilfsfunktionen, sodass man dann leicht deutlicher weiß, was man dann dort auch einzufügen hat, anzugeben hat. Ich glaube, dieser Prozess wird nochmal einerseits spannend, aber auf der anderen Seite hoffentlich auch so eng, dass wir alle sagen, es ist ein bisschen leichter, zum Ergebnis zu kommen. Dankeschön. Wir sollten ja noch ganz am zu Ende kommen. Gibt es noch Fragen? Das ist immer nicht offen. Dort, Herr Minister. Eine Frage an den vier Kandidaten. Stadt behindertengerecht worden gemacht. Ich sehe das nicht oft für alte Leute an Fußwegen stehen, kommen die auf Straßen jetzt rüber. Okay. Und noch eine kurze Zusatzfrage: Fahrradwege werden warum den Fahrradwege markiert, keine Schilder da und dann wird durch die Polizei bestraft, weil man auf den Fahrradweg fährt. Okay, also zwei Punkte. Einmal die Frage in die Zielrichtung, wie man die Stadt behindertengerechter gestalten kann. Zum Zweiten die Frage zu Fahrradwegen. Okay, das ist, glaube ich, ein bisschen schwierig jetzt hier aus der Kälte heraus zu beantworten. Aber wie gesagt, ich gebe die Frage gern an die Kandidaten entsprechend weiter. Ich würde jetzt wirklich, weil Sie länger zu Wort gekommen ist, mal auf den Schüttel bitten. Behindertengerecht in Form für Rollstühle oder?
für Rentner, die als Kontrollator fehlt, abgesenkt vorstellen kann und. Ja, ich denke, das wird auch einiges mit dem Denkmalschutz zu tun haben, die gerade die Pflaster stellen. Ich hatte heute gerade mit einer älteren Dame das Gespräch, die sagt, das ist so ein Kontrollator. Ich weiß nicht, ob das schon helfen würde, wenn man es verfugen kann. Ja, ansonsten muss man gucken, dass man wirklich abgesenkte Bordsteine kriegt. Im Rathaus ist es doch aber so, dass ein Rollstuhl, für Rollstuhlfahrer im Fahrstuhl bis zur ersten Etage. Bis zur ersten Etage. Und was ist oben über der ersten Etage, wo will man dann hin? Ist dann nicht zugänglich. Dann kommen die Kollegen zu sehen, entsprechend zu den Bürgern. Und das ist, achso, dann kommen die Kollegen schnell dazu. Genau. Also, okay, wo brauchen wir es dann im Rathaus noch? Herr Mingo? Also wenn Sie zum Standesamt wollen, von hinten ist glaube ich keine Stufe. Da wird man rein, durch den Hintereingang. Mit dem Roller. Zur Anmeldung ist ein behindertengerechter Eingang im Rathaus 2 tatsächlich da, aber das Eheschließungszimmer tatsächlich noch nicht. Das ist hier auch auf der Seite drüben. Okay. Ja, also ich weiß nicht, ob das baulich möglich ist, da im Fahrstuhl noch oder im Treppenlift oder was auch immer. Und dann ist das sicherlich auch ein Denkmalschutzgebäude. Das kann ich im Stand heute leider nicht beantworten, Herr Mingo. Also da müsste ich mich selbst mit beschäftigen, was da für Voraussetzungen geschaffen werden müssen. Sicher, unsere Bevölkerung ist im demografischen Wandel und wir brauchen definitiv mehr Fußwege und gesenkte Bordsteine, gerade für Rollatoren und Rollstühle. Also Martinstraße finde ich auch ganz schlimm, also da kann man selbst gut zu Fuß sein, die schafft man nicht ohne zu stolpern. Ja, also selber fällt das an manchen Stellen auch schon auf, und dann geschweige denn, wenn man mit einem Rollator unterwegs ist, dann bin ich völlig bei Ihnen, das muss man sich angucken, dass man da was ändert. Herr Buschmann, bitte. Das Thema Barrierefreiheit, das ist natürlich ein sehr wichtiges Thema, sag mal, für die Menschen mit Rollator. Für die Menschen mit Rollstuhl, aber auch für die Familien, die Kinder waren. Das sind ja alles Barrieren, die, sage ich mal, überwunden werden müssen. Und ich glaube, dass die Hamburger in vielen Bereichen sehen können, dass die Stadt in den letzten Jahren so neu gebaut worden ist, das Thema Barrierefreiheit auch mitprüft und umsetzt. Und ich glaube auch, überzeugend sagen zu können, bei allen neuen Bauvorhaben wird das Thema Barrierefreiheit ein fördertechnisch auch schon gefordert. Und trotzdem gibt es Hindernisse an Objekten, wir haben ein neues Museum, auch Dr. Lesper hat es angesprochen, das neue Museum wird nächstes Jahr fertig werden im Sommer und dort ist ein Fahrstuhl angebaut worden, damit die Barrierefreiheit in dem Museum künftig gegeben ist. Aber guck mal schon rüber in den neuen Spiegelturm, da sind wir uns alle einig, dass das Thema Barrierefreiheit nicht umsetzbar. Und das ist, glaube ich, mal die Realität und trotzdem wünsche ich mir, und ich habe selbst einen Schwiegervater, das ist ein Rollstuhl, und wenn ich den von A nach B fahre, dann merkt man immer wieder, wie das für einen selbst anders ist, wenn man einen Rollstuhl fährt. Und dann achtet man auch ganz anders. Und ich glaube, das ist der Blick für die Zukunft, dass wir auch sensibel mit diesem Thema immer wieder umgehen müssen. Und dort, wo es machbar ist, muss es uns gelingen, das zu machen. Und das ist eine Aufgabe, wenn ich heute in der Zeitung gelesen habe, freue ich, dass die Fugen auf dem Karlsplatz jetzt auch gemacht werden. Das sind ja Zeichen, dass die Probleme aufgenommen werden und auch dementsprechend, wo es möglich ist, umgesetzt werden. Sollen wir auch künftig so beibehalten und da werden wir uns auch Mühe geben, weil Barrierefreiheit ist ein wichtiges Thema. Und Dankeschön, Herr Buschka. Herr Minister. Herr Winkel, ich habe mal gemerkt, das sind richtig, Sie sind emotional. Ich erzähle die Geschichte. Ich hatte mich unterhalten mit dir und des Seniorenrates und des Behindertenbeirates. Und ich sage Ihnen, das sieht man da genauso, ich habe mich total aufgeregt. Ich habe mich absolut aufgeregt und ich sage, was Herr Kruschka sagt, ist richtig. Also er hat ja den Bezug durch seinen Schwiegervater. Also er kennt das. Aber wenn man das selber nicht kennt, nimmt man es überhaupt nicht wahr. Mir ist erzählt von Menschen, die mit dem Rollator oder mit dem Rollstuhl unterwegs sind, die machen sich vorher einen Plan, wenn die irgendwo hin wollen. Die müssen sich genau überlegen, wo fahre ich hin. Jetzt wird natürlich die Frage, warum hat denn die Stadt die ganze Zeit die Straßen nicht gemacht? Ja, weil es Geld kostet, weil es nicht da ist. Also ich bin mir sicher, und das unterstelle ich auch allen, dass das alle wollen. Und ich sage noch eins, was wichtig ist, man muss dann wirklich schauen, in der nächsten Legislaturperiode, dass man guckt, dass man wirklich dafür Geld freistellt. Dass man das morgen beeinflusst.
Es ist absolut, das wäre jetzt unrealistisch zu sagen, wir machen eine Komplettsanierung der Stadtteile und der Ortschaft sofort, das funktioniert nicht. Es muss aber tatsächlich peu à peu entstehen. Und es wird schon mal gesagt, und wichtig ist, dass wir diese Beiräte haben. Weil die können uns sagen, was los ist. Sie müssen sich vorstellen, Sie können das, also ich habe die Erfahrung nicht, für mich sitzt jeder drüber. Ja? Dass gesagt wird, das sind teilweise Rillen, wenn du da mit einem Rollstuhl drin hängen bleibst, da kippst du vorüber. Das waren ja alles, das sind Sachen, die wir nicht bewusst. Also Fakt ist, das ist ein Thema, was wir ansprechen, das ist enorm wichtig. Das muss man anpacken und da müssen wir Lösungen finden. Aber es hängt, und ich muss Ihnen das nur noch sagen, es hängt immer am Geld. Der gute Wille ist da, die finanzielle Ausstattung, muss man dann besprechen. Dankeschön. Ja, letztendlich hängt es natürlich nicht nur am Geld, das ist auch ein Punkt. Im städtischen Haushalt ist jetzt seit, glaube ich, 2 Jahren vermehrt Geld eingestellt worden für die Gehwegsanierung, weil das ein großes Problem auch tatsächlich ist. Das wird auch, da wurde auch sichergestellt und umgesetzt und da kann man Stück für Stück vorangehen. Der zweite Punkt ist, es muss einfach normal sein und ganz selbstverständlich, wenn eine Bauanlaufberatung ist, nicht dann, sondern schon vorher, wenn ein neues Projekt angegangen wird, dass es ganz selbstverständlich ist, dass auch die betroffenen Gruppen dort drauf gucken auf den Plan. Natürlich weiß das ein Ingenieurbüro und natürlich wird das auch Fahrbahnabsenkung, also keine neue Straße, die in der Stadt finden, hat keine Fahrbahnabsenkung. Die haben alle. Aber manchmal hat man vielleicht ein unterschiedliches Gefühl, ob die Zentimeter ein bisschen weniger besser werden, als ein bisschen höher, obwohl man vielleicht in einem Raster ist. Also das muss einfach selbstverständlich werden, dass der Stadtseniorenrat und vielleicht auch der Seniorenbeauftragte des Selbstentreises an der Stelle die Möglichkeit hat, auf die Pläne mit drauf zu gucken und schon in der Beginnphase zu sagen, bitte guckt darauf, da achtet drauf, da ist eine hohe Frequenz von betroffenen Gruppen. Das geht ja nicht nur um Rollstuhlfahrer, Kinderwagenfahrer und so weiter. Wir haben ja auch den Verband der Blinden und Sehbehinderten, die in Werbung alle 2 Wochen in Tagen, die haben andere Bedürfnisse als vielleicht der Rollstuhlfahrer. Und diese Dinge muss man im Vorfeld aufgreifen. Das muss einfach dazugehören, dass wir, wenn wir anfangen zu planen, auch sagen, ihr müsst gucken und dann machen wir das, was ihr fachlich aufgerichtet haltet. Und ich glaube, das weiß ich, wir vergessen das manchmal. Wir verlassen uns auf die Ingenieurbüros, da müssen wir sie mehr rannehmen. Da hat unser Kollege, der dafür zuständig ist, auch immer wieder sein Wort eingelegt und das muss einfach zur ganz normalen Selbstverständlichkeit werden. Und das ist besser geworden auf jeden Fall, aber noch nicht ganz. Die andere Frage, glaube ich, kann keiner von uns hier beantworten. Wir müssen zu der Stelle gehen, wo jemand was gesagt hat, weil wir kennen die Stelle nicht, wir kennen die Verkehrszeichen nicht, wir kennen die Situation nicht. Wir können gucken und dann finden wir vielleicht die Lösung. Ich danke für die Fragen, die gekommen sind. Ich würde jetzt abschließend nochmal allen 4 Kandidaten kurz die Möglichkeit geben, wirklich ein Abschlussstatement zu geben. Auch in der Reihenfolge, wo wir am Anfang der Sitzung angefangen haben. Einfach gleich nochmal zurückführend auf die Frage, die von den Worten kam. Am 26. September stehen Sie zur Wahl. Warum soll der Bürger Sie wählen? Haben Sie vorhin schon mal was zu gesagt. Aber jetzt vielleicht auch im Zuge dessen, was aus den Fragen bei Ihnen angekommen ist. Vielleicht gibt es auch den einen oder anderen Gedanken. Da haben wir jetzt die Möglichkeit, Herr Hochstadt, hier mit Ihnen anzufangen. Dankeschön. Ja. Auf alle Fälle hoffe ich, dass Sie zunächst erstmal am 26. September Ihr Wahlrecht wahrnehmen. Nutzen Sie die Chance, die Gestaltung der Stadt Hamburg oder der Ortschaften, die wir haben, mit zu unterstützen. Sondern es liegt an Ihnen, welcher oder welche Kandidatin oder Kandidat hier für Sie überzeugend Argumente findet und heute gegeben hat. Und ansonsten kann ich Ihnen sagen, weitere Informationen können Sie gerne auf meiner Seite www.kruschka-wedel.de finden. Ich bin zumindest bereit, mein Engagement, meine Leidenschaft und meine Kompetenz und Erfahrung, die ich in Politik, Wirtschaft und Ehrenamt gesammelt habe, hier für unsere Stadt mit einzubringen. Und ich würde mich freuen, wenn ich Ihr Vertrauen am 26.09. erhalten würde und kann Ihnen versichern, dass ich mit dieser ganzen Leidenschaft, die ich bisher an den Tag legte, auch künftig für die Bernburgerinnen und Bernburger und für die 8 Ortschaften, die haben wir vielleicht heute gleich vielleicht etwas weniger benannt, aber die gehören genauso zu Bernburg dazu, dann auch mit einsetzen werde und ich würde mich freuen. Ich habe richtig Lust und Spaß drauf und ich weiß auch, es ist Verantwortung und ich bin mir bewusst und möchte diese Verantwortung übernehmen. Vielen Dank.
ist immer schwierig. Ja? Es ist momentan auch irgendwie heute wie so eine Prüfungssituation, wo man tausend Sachen im Kopf hat, die einem auch nicht einfallen, wenn man dran ist. Ich biete Ihnen von daher auch gerne an, dass Sie das persönliche Gespräch nochmal mit mir suchen können, um das ein oder andere vielleicht doch mehr zu erfahren, was für Sie vielleicht wichtig ist. Ich habe heute noch viele Punkte mitgenommen, die man aufgreifen muss und sollte. Ansonsten stehe ich immer noch unter dem Motto, Bernburg mit den Bürgern gemeinsam gestalten, statt zu verwalten. Ja, also ich möchte eigentlich die Bernburger mit ins Boot holen. Die Bernburger haben wahnsinnig gute Ideen, die man aufgreifen muss. Und dass Bernburg wirklich für alle Bürger auch lebenswert zu machen, dass das wirklich für alle auch passt. Ja, und die Ideen nicht einfach immer hinten runterkippen lassen, sondern sich die auch wirklich anhören. Und man auch wirklich eine Arbeitsgruppe gründet mit interessierten Bürgern, wo man sagt, Mensch, das sind Ideen, die kann man vielleicht umsetzen und dann müssen wir dann mit der Kämmerin diskutieren, wie kriegen wir es durch den Haushalt. Ja, ansonsten, wie gesagt, nehmen Sie gerne das Angebot an, kommen Sie auf mich persönlich zu, ich bin eigentlich immer erreichbar hier unten in der Talstadt auf dem Markt, da können Sie jederzeit auf mich zukommen und können gerne nochmal das persönliche Gespräch besuchen. Vielen lieben Dank. Dankeschön. Und jetzt muss ich noch sagen, ob die Aussicht nicht wählen soll. Ich möchte, dass alle Ortsteile, alle Stadtteile, der Stadtteil eingebunden werden. Das ist wirklich wichtig, dass ich schnell hinkomme, das ist zu wenig. Ich nenne mal die Namen, das ist Ihnen vielleicht noch nicht bewusst. Also wir haben Aderstedt, wir haben bei Berge, Biedendorf, Gröner, Peißen, Kohlheim, Preußlitz, Wolfsdorf. Die müssen wir berücksichtigen. Da müssen wir auch schauen. Oft habe ich das Gefühl, die fühlen sich da zu kurz gekommen, zumindest mal die Kinder. Was kann ich ihm geben? Ich kann ihm meine Leidenschaft geben, ich kann ihm meinen Enthusiasmus geben. Ich kann ihm sagen, ich setze mein Herz ein, alles was ich habe, meine Expertise, ich werde das mit Freude machen, wenn ich es tue. Und eins ist wirklich wichtig, Sie haben die Möglichkeit zu wählen. Und eigentlich ist so viel wichtiger, öffnen die richtigen Schaden für die Stadt. Und das wirklich Ihnen. Ich danke Ihnen. Danke. Ja, ich würde mich freuen, wenn Sie mich wählen würden, weil ich A, die Aufgaben kenne, weil ich die Kompetenz mitbringe, weil ich auf jeden Fall Leidenschaft, genau wie alle anderen das auch schon gesagt haben, mitbringe. Mein Herz spielt für ganz gerade und das mit allen Ortschaften, also insofern ist das schon nochmal ganz wichtig. Also ich glaube, jeder von uns versteht sich nicht nur für die Kernstadt, sondern auch für unsere 8 Ortsteile. Und ich denke auch, wenn wir gemeinsam etwas anpacken und wir alle davon einen Nutzen haben, dann ist es etwas, was der gesamten Stadt dient. Und die Basis dafür zu schaffen, die sehe ich dann schon irgendwo auch beim Stadtoberhaupt. Und insofern glaube ich, dass ich voller Überzeugung sagen kann, wenn Sie mir die Chance geben, dann gebe ich allen die Möglichkeit, an diesem Werk mitzutun.